Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Der IS-3 ist das zweite Mal in Folge einer Woche zu sehen, aber liegt einfach daran, das Replay selber sollte sehr, sehr gut sein. Und zum anderen, ihr wisst es ja, ich mache da kein Hehl draus, mag ich den IS-3 selber sehr gern. Dementsprechend kann ich ihn und präsentiere ich ihn also sehr gerne. Und hier sehen wir Jumbaland King vom Clan Jumbo auf Siegfriedlinie. Hier mit seinem T8 Top-Tier. Macht natürlich umso mehr Spaß und auch Siegfriedlinie ist eine Karte, die ich mit dem IS-3, warum auch immer, gern gespielt habe. Das ist gar nicht so unbedingt seine Karte, weil ja die Stadt effektiv gesehen auf der Karte sehr wenig Platz ausmacht. Aber da macht er halt einfach viel Spaß. In der Stadt fühlt er sich halt einfach wohl. Kriegt hier schon den Walker Bulldog zu Gesicht, aber kann leider nicht darauf wirken. So, und jetzt, aber er fährt zielsicher Richtung Stadt, dass er da dementsprechend wirken kann, weil im Close Combat, also Nase an Nase, da fühlt er sich am wohlsten, da kann er richtig austeilen, kann was einstecken und da macht er auch wirklich, finde ich, am meisten Spaß. Also nicht großartig snipen, sondern sucht den direkten Clinch und zeigt dem Gegner, wo eine Hake ist. Er fährt jetzt hier gleich mal rein, das finde ich sehr schön. Macht hier auch die Speerspitze seines Teams. Linke Hand dürfte er gleich auf was drauf kommen. Da ist doch der Firefly. Alle Zeit der Welt und zack, weg ist er. Der erste Kill der Runde gehört ihm. Beziehungsweise der erste Kill seines Teams gehört ihm. So ist es ganz richtig. Hier kommt er auf nichts drauf, deswegen fahrt er den Weg außen entlang, weil in der Stadt da doch sehr viel los ist. T25-2. Natürlich etwas passiver als er mit dem Heavy. Oh, ne Su. Schöner Boxtank. Den nimmt man noch mit, den Schuss. Und ist auch direkt tot. Ob ich da mich mit einer Su selber hinstellen würde, lasse ich mal außen vor. Auf die 152 kommt er leider nicht drauf. Wie gesagt, rechts von ihm ist jetzt theoretisch sehr, sehr viel. Aber da jetzt Matt reinzufahren, das bringt wiederum eher weniger. Gerade wieder etwas statischer. Er bräuchte ein bisschen Unterstützung von seinem Team. Da ein KV3, da kommt er ja super drauf. Der steht ja toll. Mach doch gleich noch einen. Würde ich jetzt nicht wegfahren, ich würde da gleich nochmal nachsetzen, wenn ihr nachgeladen habt. Zack, zack. Und jetzt wieder zurück. Genau. Und jetzt hat er nochmal leer, der 10,6 Sekunden Reload. Das heißt, davor würde man selber einen machen können. Würde ich mich jetzt ganz entspannt reinstellen. Ja. Yep. Und weg damit. Sehr fein. KV3 weg. So, und jetzt ist hier auch in der Straße weniger. Der IS-3 hat gerade geschossen. Dementsprechend kann er sich dem hier annehmen. Sehr gut. So, und jetzt, wenn er zurückfährt. Der IS-3 kann ihm nämlich nicht direkt nachsetzen, weil er von hinten ein bisschen Unterstützung bekommt. Ja. Dann nimmt er halt den T34, wenn sich der IS-3 nicht anbietet. Ist hier gekettet, aber da jetzt nicht zu reparieren, sehr sinnvoll. Keine Not, sondern lieber warten. Und jetzt nimmt er ihn raus, sehr schön. Jetzt kommt der IS-3 vor, der will ja den Hit auf ihn machen. Macht ihn, aber dementsprechend kann er jetzt hier nachsetzen. Perfekt. So, und jetzt ist er im Reload. Hier würde ich jetzt sogar ein bisschen mehr brawlen, also ein bisschen wirklich drauf fahren. Weil er hat halt immer so den Nachschuss, wobei jetzt kommt der Löwe und dürfte den von hinten wegmachen. Ja, da macht er den IS-3 weg. Aktuell 3600 Schaden. Da ist eine Su. Oh, die ist AFK. Eine Damage-Pinata, die nimmt man halt auch noch mit.
Er ist sehr diszipliniert, er fährt wirklich in der Regel immer noch raus, wenn er auch wirklich kurz davor ist, dass die Granate auch im Magazin steckt. Hat man vorher beim KV-3 gut gesehen, auch gerade bei der SU war das der Fall. So, und jetzt sucht er mal den Super Pershing, weil, wie wir sehen, der war zuletzt hinten, da ist er ja. Gutes Timing bewiesen, der Super Pershing fährt jetzt gerade von ihm weg. Und dementsprechend kann er jetzt hier nachsetzen und sich dem annehmen. Nein, da prallt er ab. Nur ein kritischer Treffer. Super Pershing im 1-on-1 sollte man nicht unterschätzen. So, ja, da trifft er eben. Aber da jetzt eben warten, bis man wirklich nachgeladen hat, der Super Pershing lädt hier dann einfach schneller nach. Und der fährt auch so zurück, dass er da dementsprechend, ja, er dachte vielleicht Unterstützung bekommt, aber er hat ja gar keine mehr. So, jetzt hat er nochmal getroffen. Ja, sehr gut, dass der Abpraller. Jetzt kommt der Bulldog da auch noch daher. Das ist scheiße. So. Den Bulldog konnte er wegmachen, der ist abgeprallt, der Super Pershing steht jetzt an ihm dran. Ah, Gott sei Dank macht die Arti ihn weg. Und jetzt kommt noch ein Rheinmetall. Jetzt ist er aber, jetzt wird er aber gefordert. Alter Schwede. Der Rheinmetall prallt an ihm ab. Ja, besser geht's gar nicht. Jetzt hat er die Zeit und kann den Rheinmetall rausnehmen. Und sehr gut. Macht er seinen Krieger. Ja, Wahnsinn. Da muss man sagen, ein bisschen Glück gehört auch dazu. So. Jetzt die Frage, capt er durch oder sucht er die Arti? Arti hält hier nochmal rein. Und er sagt auch AMX Scout Arti. Würde ich jetzt auch nicht anders machen. Ich würde jetzt hier den Cap klar machen. Weil die Runde darf dementsprechend gut beendet werden. KV-13 hat nämlich jetzt auch noch die Arti zerstört. Der AMX kümmert sich jetzt um den KV. Jetzt ist nur die Frage, kommt die Arti, versucht es nochmal zu decappen oder was passiert? Sehr, sehr spannend. So, 13,75, machst du den KV weg? Jetzt ist er leider außerhalb der Drawing Range. Jetzt sehen wir nur noch den KV-13. Und er macht ihn weg. Und jetzt ist noch die Frage, kommt die Arti noch? Probiert sie noch zu decappen? Oder sagt sie, scheißegal, ich belasse es dabei. Da ist sie auch schon. Und da wird sie aber sowas von leicht aus dem Spiel genommen. Und dann sieht man mal wieder, warum ich den IS-3 so mag. Es ist einfach ein toller Panzer. Er macht hier mal 7 Kills, knapp 6000 Schaden. Und ja, er steht immer noch vorm Schön da. Dementsprechend, ich hoffe, euch hat es gefallen. Nochmal an dieser Stelle, ich kann jeden dem nur empfehlen und wünsche mir natürlich selber, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen oder auch gerne einen Kommentar. Bis bald, euer Karamba.